Viele Menschen beschäftigt momentan das Thema Populismus in der Politik. Vielerorts in Europa gewinnen populistische Strömungen an Zustimmung, was pro-europäischen Bewegungen wie JEF Münster und Visionen für Europa Sorgen bereitet. Bei einer gemeinsamen Diskussionsveranstaltung stellten sie die Frage: Versinkt Europa im Populismus? Besonderer Gast war Rainer Wieland, Mitglied der EVP-Fraktion und Vizepräsident im Europäischen Parlament. In einem Impulsvortrag ging Wieland auf verschiedene Probleme der europäischen Politik ein und thematisierte hier unter anderem den Brexit, Nationalismus sowie Rechts- und auch Linksextremismus. Im Anschluss an seinen Vortrag stieg Wieland in die Diskussion ein und legte auf Fragen und Diskussionsansätze aus dem Plenum seine Sicht der Dinge dar. Der zunehmende Erfolg populistischer Parteien hat laut Wieland die tägliche Arbeit im Europäischen Parlament spürbar verändert. Die Mehrheitssuche ist schwieriger geworden und ich glaube, wir sollten schon gucken, dass wir im Europäischen Parlament nicht in eine Situation kommen, dass die vernünftigen Akteure sich gerade die Waage halten und dass dann die Populisten sozusagen den Ausschlag geben. Und wir haben in den letzten Jahren schon auch bemerkt, dass die bewussten Grenzverletzungen, die Provokationen von Einzelnen zugenommen haben, um dadurch Aufmerksamkeit zu erzielen. Trotz allem sprach sich Wieland wiederholt dafür aus, in Sachen Populismus im europäischen Rahmen vorsichtig miteinander umzugehen. Mit dem sorgsamen Umgang meine ich, dass wir nicht bei jeder Gelegenheit Entwicklungen in anderen Ländern öffentlich darstellen und mit dem Finger zeigen, weil das dazu führt, dass möglicherweise die Populisten dort sich eher noch in eine Märtyrerrolle bewegen und die Entwicklung bei der Bevölkerung genau das Gegenteil dessen bewirkt, was ich erreichen will. Ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, dass man weiterhin seriös für Lösungen wirbt. Deshalb wäre es gut, wenn junge Leute ein bisschen mehr auch darüber nachdenken würden, ob sie nicht auch politischer sein wollen. Das ist ein Auftrag, den sich die beiden veranstaltenden Organisationen ebenfalls auf ihre Fahnen geschrieben haben. Also wir von den jungen europäischen Föderalisten sind ein überparteilicher proeuropäischer Verein und unser Ziel ist halt, ja, ein bisschen Bildungsarbeit zu machen, insbesondere hier in Münster. Wir möchten aber insgesamt eigentlich die europäische Idee, ja, in die Bevölkerung bringen, zeigen, was ja Europa eigentlich für uns alle leistet. Ja, Vision für Europa ist eine überparteiliche Hochschulgruppe an der Universität Münster, die sich für die europäische Idee einsetzt und Diskussionen über Europa und auch mit Europa, Podiumsdiskussionen, Veranstaltungen, Filmabende, alle solche Sachen veranstalten möchte. Leichter wird es in näherer Zukunft wohl nicht werden in der europäischen Politik. Für Rainer Wieland ist das aber kein Grund, mit den eigenen Werten zu brechen. Die Europäische Union war kein Rosinenkuchen, ist kein Rosinenkuchen und wird auch keiner werden. Und wer die Tür von außen zumachen will, dem werden wir die Rosinen nicht durchs offene Fenster hinterherwerfen.